Yo Leute, willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht es mal darum, welche Nintendo Switch für dich die beste ist. Ist es die Nintendo Switch Lite, die erste Nintendo Switch, vielleicht nicht doch die Nintendo Switch OLED oder solltest du vielleicht nicht einfach auf den Nachfolger von der OLED, nämlich die Nintendo Switch 2 warten? Zu der gibt es ja auch schon unglaublich viele Gerüchte im Netz und man ist sich nicht ganz einig, was es mit der Konsole auf sich hat und ich habe mich tief in das Thema hineingelesen, deswegen erfahrt ihr alles Wichtige dazu in diesem Video. Ich wünsche euch viel Spaß. Fangen wir jetzt als allererstes mit der günstigsten, aber auch gleichzeitig komfortabelsten Nintendo Switch an, nämlich der Nintendo Switch Lite. Und das ist tatsächlich auch die einzige Switch, die ich noch nicht besessen habe, aber sie ist vor allem dafür bekannt, dass sie recht günstig ist, weil sie neu momentan nur 200 Euro kostet und es eine komplett vollständige Switch ist, mit dem einzigen Nachteil, dass man sie eben nur mobil benutzen kann und es keinen lokalen Multiplayer-Support gibt. Man kann das Ganze auch irgendwie nicht an den Fernseher anschließen oder sowas. Dadurch ist man eben sehr krass auf sich alleine gestellt, weil man sich mit der Switch Lite halt direkt eine Handheld-Only-Konsole kauft. Leider kann man auch keine separaten Joy-Cons oder einen Pro-Controller oder sowas anschließen. Und das kann natürlich einerseits Vorteile haben, wenn man weiß, dass man eh nur unterwegs spielt, wenn man irgendwie auf einer Reise ist oder sowas oder morgens auf dem Weg zur Arbeit eine chillige Konsole haben möchte, die man easy mit einpacken kann, dann ist es auf jeden Fall ein Vorteil. Und ich glaube auch für Leute, die einfach sagen, okay, ich will eine Switch haben, weil ich einen bestimmten Titel spielen will. Auch für die kann eine Switch Lite durchaus Sinn machen, weil sie eben auch die günstigste ist. Andererseits ist es halt eben schon so, dass man sich damit dann eine Konsole kauft, mit der man sich sehr, sehr krass beschränkt in einer gewissen Hinsicht. Weil selbst wenn ich weiß, dass ich nur ein Spiel mit der Switch Lite spielen möchte, kann es ja schon auch irgendwie sein, dass in Zukunft Spiele rauskommen, auf die ich dann doch Bock habe, die ich gerne mit meinen Freunden zu Hause spielen möchte und das ist dann eben unmöglich. Und deswegen muss man sich, finde ich, sehr, sehr gut überlegen, ob man sich eine Switch Lite kaufen möchte. Eine ganz andere Hausnummer wäre da die erste Nintendo Switch und die kostet nur 80 Euro mehr und ist halt direkt eine komplett andere Konsole, weil man eben die Joy-Cons abmachen kann. Dadurch sind eben auch alle Spiele zugänglich und man kann sie eben zu Hause am Fernseher verwenden. Und genau dort sehe ich auch die größte Stärke der ersten Nintendo Switch, weil grundsätzlich alle bisherigen und auch die zukünftigen Titel kompatibel sind und für Leute, die halt sagen, ich brauche eine Switch nur für zu Hause, für die ist das die optimale Konsole, weil man sich das OLED-Display aus dem teureren Modell dann auf jeden Fall sparen kann. Andererseits gibt es schon auch einen sehr, sehr guten Grund, warum ich von der Standard-Switch zur OLED geupgradet bin, weil dieses OLED-Display gerade unterwegs ein so riesiger Mehrwert ist, weil man eben viel lebendigere, hellere Farben hat und das Ganze viel brillanter wirkt. Außerdem sind auch die Display-Ränder um die Switch einfach viel dünner, das Ganze ist besser verarbeitet und es wirkt einfach wie eine viel, viel bessere Konsole und die Switch OLED kostet auch nur 50 Euro mehr als die Standard-Switch. Das Ganze ist bis hierhin also relativ simpel, doch gerade mit der Switch OLED habe ich irgendwie ein bisschen Bauchschmerzen, die weiter zu empfehlen, denn es gibt immer mehr Gerüchte um die Nintendo Switch 2. Ich habe auch schon ein komplettes Video über die Switch 2 gemacht, da sind alle Signature-Features mit drin, doch insgesamt ist sich die Gerüchtelage halt einfach überhaupt nicht einig und ganz ehrlich, in mancherlei Hinsicht freue ich mich gar nicht auf die neue Konsole, warum kann ich auch gerne mal in einem separaten Video klären, wenn ihr da Lust drauf habt, dann schreibt es mal in die Kommentare und schreibt auch gerne mal rein, wie ihr das mit der neuen Switch einschätzt. Doch overall ist es halt so, dass man sich allein beim Release-Termin überhaupt nicht einig ist und manche Leaks sehr, sehr stark hinterfragt werden müssen und von vielen halt direkt geglaubt werden. Aber, und das ist nur meine Einschätzung, es wird noch dieses Jahr eine neue Nintendo Switch geben. Im Worst Case vielleicht Anfang 2024, aber Nintendo würde niemals diesen Fehler machen, eine komplett neue Konsole zu releasen, die im Prinzip den gleichen Grundaufbau hat wie die Switch. Und sie releasen ja auch noch weiterhin fleißig Spiele für die Nintendo Switch, von dem her macht es überhaupt keinen Sinn, dass Nintendo wegen ein bisschen mehr Leistung auf diese riesige Spieler-Fanbase von 120 Millionen Leuten einfach so verzichtet, weil es ja gar nicht so einfach ist, so viele Einheiten von einer, ich sag jetzt mal, recht gleichen Konsole einfach nochmal zu verkaufen und diese 120 Millionen Leute, die eine Switch haben, die haben ja auch die Möglichkeit, die großen Titel, die Nintendo plant, überhaupt zu kaufen. Und sie haben ja damals mit der Nintendo Wii und der Wii U auch schon diesen Fehler gemacht, dass sie eine sehr, sehr starke Konsole wegen ein, zwei kleinen neuen Innovationen gekillt
haben und ich glaube nicht, dass sie das nochmal machen werden. Denn sie haben aus der Vergangenheit gelernt und eine Switch, die einfach mehr Leistung hat, als was komplett Neues darzustellen, das würde Nintendo nicht bringen, da bin ich mir ziemlich sicher. Deswegen dürfen wir uns im Laufe des Jahres auf eine stärkere Premium-Switch freuen, die so 400 bis 500 Euro kosten wird, aber grundsätzlich die gleiche Base hat wie die bisherige Switch-Konsole. Und selbst wenn du jetzt schon weißt, dass du das nicht zwingend brauchst, würde ich dir trotzdem empfehlen, vielleicht einfach noch ein bisschen zu warten, einfach aus dem Grund, weil die aktuellen Modelle, wenn die neue Switch rauskommt, natürlich auch nochmal im Preis fallen werden. Deswegen ist es momentan absolut die falsche Zeit, komplett gedankenlos eine neue Switch zu kaufen. Bleib da einfach up to date, was den Nachfolger angeht. Am besten, indem du meinen Channel abonnierst oder weg deinen Kauf vorher einfach sehr, sehr gut ab. Das war's auf jeden Fall für heute. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.